Halt, da war was, ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen, weil das so ein bisschen durchgeschossen war. Ich habe keine Mikrofon, brauche ich glaube ich nicht. Ich bin glaube ich laut genug. Man sollte sich die Frage stellen, und das meine ich jetzt im Anschluss an die Kollegen dort, ich bin auch ein älterer Kollege, wer bremst denn? Wo sitzen denn jetzt eigentlich die Bremser? Mhm. Ja? Also ich sage mal, es gibt so einen gewissen Schweinezyklus in der Bildungspolitik. Man erlebt Dinge immer wieder und sagt, Mensch, da war man doch schon mal. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. So, ich meine, die Bremser sitzen in der Politik und nicht bei den Lehrern und nicht in der Schule. Natürlich haben wir auch da einiges aufzuholen. Aber warum kommen die Mittel denn nicht frei? Ich sage mal ganz provokativ, wenn wir 60 Bundesministerien auflösen, haben wir einen Haufen Geld. Dann sollten wir da mal rangehen und das können wir investieren. Und wir werden fertig gesagt. Wir haben eine Bildungsbürokratie. Ne? Die Politik ist nicht dasselbe wie die Bildungsbürokratie. Ja, klar. Ich möchte Ihnen eigentlich sozusagen in die Seite treten. Ich bin auch verwirrt, weil der Herr Kerber erzählt mir, dass an seiner Schule alle Schüler einen PC haben. Ja, und sie können es organisieren. Wozu und hier stopselt man herum in Bayern, also hier das Gymnasium ist ja ein Leuchtturm in Bayern, ja, und trotzdem nicht voll ausgestattet. Wie kann es sein, dass es diese Unterschiede gibt? Wozu brauche ich verdammt nochmal eine Kultusministerkonferenz, wenn die nicht dafür sorgt, dass die vernünftigen Modelle sehr schnell in andere Bundesländer übertragen werden? Das ist meine Masterfrage. Das macht sich keine Gedanken. Jeder Kultusminister von den Kindern reden. Das ist unglaublich. Ich meine, er hat es gemacht, er weiß, wie es geht. Er könnte es den anderen sagen. Ja, Entschuldigung, ja, so ist es doch. Und viele, nicht alle Schulen, aber vielleicht einige, gibt noch andere. Auch seit über 10 Jahren. Aber man könnte doch einige Schulen einfach von diesem Konzept lernen lassen. Aber es geht nicht, weil die Bundesländer eben in ihrem Duodez-Fürstentum in der Bildungspolitik immer noch ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Seit 20 Jahren fordern wir Medienassistenten an den Schulen. Die Aussage ist immer, dafür haben wir kein Geld. Jede Planstelle, die wir errichten in dem Zusammenhang, da kriegen wir vom Rechnungshof oben einen drauf. Es läuft doch nicht. Da wird von den Kollegen erwartet, dass sie da Systemadministratoren sind, was sie nie gelernt haben. Und es klappt auch nicht. Und die sind doch viel zu gut bezahlt dafür. Natürlich, ja. Also erstmal muss ich euch loben. Ich finde das ganz toll, dass ihr selbst die Initiative ergreift, dass ihr selbst aktiv mit Medien umgeht. Das finde ich gut. Ein bisschen Nachsicht den Lehrern gegenüber, aber eine Aufforderung an uns alle Lehrer, lasst es zu, dass ihr von den Schülern lernt, macht die Rechner an, fahrt sie hoch und sagt, wir wollen den Unterricht, das ist in Ordnung so, stellt eure Forderungen noch viel dreister, viel offener, da kommt ein Schüler, das heißt die Kunstlehrerin kommt zu mir und sagt, du, jetzt kommen die und wollen im Kunstunterricht auch noch mit den Dingern arbeiten. Seid ihr noch ganz fröhlich? Sag ich, ja, Moment mal, was wollen die denn? Die Schüler kommen, laden ein Programm aus dem Netz, ein kostenfreies, das Animationen erstellt. Die Kinder zeigen das auch morgen. Und dann sage ich, ja, lass sie doch machen. Inzwischen ist das aufgenommen. Die Schüler erstellen zu bestimmten Themen Animationen, eine Bildabfolge, Bewegungsabläufe. Stellt eure Forderungen.